Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um die Öltemperatur und die Öltemperaturanzeige von N52, N53 Motoren. Viele von euch haben ja leider keine Öltemperaturanzeige und es wird immer sehr oft gefragt, ja, wie lange braucht denn das Öl, bis es die Temperatur erreicht hat, um mal die Drehzahlen abzurufen, die man will. Das Ganze erkläre ich in diesem Video, also bleibt dran. Ihr kennt es ja bestimmt, dass viele N52, 53 Motoren keine Öltemperaturanzeige haben. Ich weiß, dass aber einige doch eine haben, und zwar die E92, also die Coupés, die Cabrios glaube ich auch, aber E90, E91 und die 5er, also E60, 6er, 7 falls. Da weiß ich gar nicht. Deswegen würde ich mal sagen, wenn, egal welches Auto ihr habt, kommentiert mal bitte, welchen Motor, welche Baureihe und habt ihr eine Öltemperaturanzeige, und wenn ja, was für ein Auto fahrt ihr, und wenn ihr keine habt, dann sagt ihr, ja, E91 oder so hat keine. Ich habe das bei mir so geregelt, ich habe die Kraftstoffverbrauchanzeige, das ist immer das Pendel, was so hin und her schlägt, geändert in die Öltemperatur. Die ist bei mir so eingerichtet und konfiguriert, dass 0 Liter Verbrauch, ne, 50 Grad sind, 10 Liter Verbrauch 100 Grad und 20 Liter Verbrauch sind 150 Grad. Das werdet ihr gleich auch in dem Video sehen. Ich habe das Ganze einmal aufgezeichnet bei einer Außentemperatur von 15 Grad. Das Motoröl hatte auch 15 Grad und bin dann einfach mal im Stadtverkehr ganz normal bei einer kalten Jahreszeit losgefahren und das Ganze mal getrackt. In dem Ganzen werde ich einmal euch zeigen die Kilometer, die ich gefahren bin, die Zeit, die verstrichen ist, die Öltemperatur ausgelesen über OBD, separat gezeigt, und dann einmal mein Tacho, dass ihr seht, wie mein Fahrprofil war und wie die ganze Fahrt war. Das ganze Video werde ich anhängen als komplettes Video, was glaube ich knapp 25 Minuten lang ist, damit es euch nicht so langweilig ergeht, einfach 25 Minuten stupide aufs Tacho zu gucken, habe ich noch Folgendes gemacht, und zwar ich habe auch mit der GoPro gefilmt und habe mit der GoPro ein externes Mikro hinten zum Auspuff gelegt, dass ihr die ganze Zeit, wenn ihr euch das anhören solltet oder einfach mal Bock habt, einfach mal 20 Minuten N52 Performance Sound genießen könnt. Ist eigentlich ganz geil geworden. Das ist so ein Feature, was ich da mal dran gehängt habe. Und ich hoffe, ihr wisst das Video ein bisschen zu würdigen, denn ich habe das öfter versucht, insgesamt fünfmal. Ich habe fünfmal versucht, dieses Video zu machen. Und immer wieder ist Screen Recording vom iPhone abgebrochen oder irgendeine andere Scheiße ist passiert, dass ich nicht alle Daten, so wie ich sie haben wollte, haben konnte oder gehabt habe. Und das hat mich derbe aufgeregt. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass das Video im Bündel, so mit allen Daten, wie ich das eben habe, zusammengekommen ist. Also ich hoffe, ich freue mich darüber, dass ihr das jetzt mal sehen könnt. Und ich werde euch noch im Anschließen eine Tabelle zeigen, die habe ich auch angefertigt. Und dann zeige ich euch ganz genau, wann welche Öltemperatur erreicht wird, wie viele Kilometer ich gefahren bin, wie lange das gedauert hat. Und zu der Tabelle kommen wir mal jetzt. Am besten. Ich habe sie hier aktuell auf dem Handy, ich werde mal hier ein bisschen ablesen, aber das werde ich euch dann gleich mal überblenden mit hier. Wahrscheinlich werde ich hier so die Tabelle einblenden. 15 Grad Ursprungstemperatur vom Öl bis 50 Grad hat bei mir gedauert 8 Minuten und 3,5 Kilometer. Dann bis 70 Grad 11 Minuten 6 Kilometer. 15 Grad bis 80 Grad Öltemperatur 13 Minuten und 8 Kilometer. 15 Grad bis 90 Grad 15 Minuten und 10 Kilometer. Reiner Stadtverkehr, relativ entspannt gefahren. Und das sind, glaube ich, so die Hauptwerte, die ich einmal so euch nennen kann. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ja, wann kann ich richtig, richtig reinhauen, dann würde ich sagen, 15 Minuten Fahrt und 10 Kilometer ungefähr abgespult haben. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein, auch wenn ihr keine Öltemperaturanzeige habt, dass ihr jetzt endlich mal die Drehzahlorgel spielen könnt. 10 Minuten, 6 Kilometern könnt ihr euch darauf einstellen, dass die Öltemperatur so warm ist, dass ihr die Drehzahl schon mal leicht erhöhen könnt. Das heißt, ihr müsstet nicht, ich bin in dem Video auch echt sehr entspannt gefahren. Und ich denke, wenn ihr auch ähnlich entspannt fahrt oder so, das ist ungefähr so Pi mal Daumen wert, wo ich den nicht euch so an die Hand geben wollte. Ja, ansonsten habe ich auch 100 Grad. Ja, 100 Grad Öltemperatur habe ich auch, dann habe ich auch ein bisschen Gas gegeben. 100 Grad hat gedauert 17 Minuten und 10,4 Kilometer. Das Ganze ist natürlich alles in der Stadt passiert. In der Stadt auf über 100 Grad zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Würde ich mal sagen, bei normalem Verkehr, bei normalem Betrieb, da ist man mit 90 Grad, 95 Grad, ist man so in der Regel schon ganz gut bedient.
Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, und zwar der Versuchsaufbau, wie er jetzt gewesen ist. Und zwar mein Auto stand einmal über Nacht komplett draußen. Das heißt, der Motor war komplett runtergekühlt, das Öl war komplett runtergekühlt. Ich habe dann das alles aufgebaut und mein Auto verkabelt und mit Kameras ausgestattet. Dann habe ich alles gestartet und dann habe ich erst den Motor angemacht. Das heißt, ihr seht auch den absoluten Kaltstart. Das Öl war absolut Außentemperatur, also es war richtig runtergekühlt. Es gab keine warme Komponente. Und dafür habe ich auch wirklich mein Auto einen Tag nicht in der Garage stehen lassen, um euch das hier zu liefern. Ja, ich hoffe, euch hilft das Video ein bisschen weiter. Ansonsten würde mich auch sehr doll interessieren, wie macht ihr das und wie handhabt ihr das mit eurer Öltemperatur, wenn ihr keine externen Anzeigen habt. Was war euer Richtwert? Stimmt der Richtwert, den ich jetzt euch hier gebe anhand meines Tests mit den Werten, die ihr so ungefähr gemacht habt, überein? Oder war das sogar bei euch, dass ihr noch empfindlicher, sag ich mal, gefahren seid und eine längere Zeit gewartet habt, bis ihr dann endlich mal Vollgas geben könnt? Das interessiert mich mal auf jeden Fall. Ansonsten gibt es auch bald neue Informationen bezüglich meines Allstops, wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber das wird noch ein bisschen dauern, da ich aktuell leider nicht so viel dazu komme zu fahren. Jo, das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, Ideen habt oder irgendwelche Themen habt, die euch interessiert, kommentiert das gerne und schaut auf jeden Fall auch auf meine Instagram-Seite vorbei. Da bin ich gerade ein bisschen mehr an Arbeit reinstecken und zwar N52N53 Fanatics. Habe ich auch bei Instagram, neben Marc Monetti at Instagram. Ich blende mal hier so beides ein, dann könnt ihr mal reinschauen. Und das war's soweit von meiner Seite. Ich freue mich und genießt jetzt einfach mal die halbe Stunde Sound auf die Ohren. Also haut rein. Peace.